Wir sind hier in dieser Villa in Paris, weil ich mich, glaube ich, selber ganz neu definieren wollte. Also ich glaube, die Leute kennen mich schon so lange aus Cobra 11 als irgendwie Action-Schauspielerin oder vom ZDF von festen Serien, wo man ein ganz anderes Image hat, oder durch meine Aktion bei PETA, wo es viel einfach um vegan geht, viel um irgendwie pur sein und so, dass ich jetzt was ganz anderes machen wollte. Ich habe mich wirklich speziell auf dieses Shooting vorbereitet und das auch ganz klar als Projekt für mich gesehen. Ich habe tatsächlich nicht nur wahnsinnig viel Sport gemacht als Vorbereitung, sondern ich habe wirklich jetzt 3 Monate lang auch die Haare wachsen lassen, einfach weil ich dieses Selbstexperiment cool fand und weil ich auch einfach provozieren wollte, weil ich das so schlimm finde, was für ein sexueller Mediendruck auf junge Mädels und auch auf Frauen und auch auf Frauen in meinem Alter lastet, dass mir das super wichtig war, da irgendwie ein Statement zu bringen, dass auch Haare sexy sind. Das hat nichts damit zu tun, dass man Öko ist oder Veganer oder sonst was oder unhygienisch, sondern es ist einfach eine bewusste Entscheidung. Bei mir ganz klar seit 3 Monaten, das lasse ich wachsen und das bleibt jetzt auch so. Bachelorette Jessica Paschka gibt die Liebe nicht auf. Als Rosenkavalierin findet sie tatsächlich in der beliebten Kuppelshow ihren Mr. Right. Mit Eskimo-Cowboy-Drummer David Friedrich verlässt sie die Show. Aber nur wenige Wochen danach folgt bereits die Trennung der einstigen Turteltauben. Die beiden hüllen sich die ersten Tage in Schweigen. Bis jetzt. Denn die zwei äußern sich am vergangenen Wochenende beide im TV. Und jetzt legt das Reality-TV-Sternchen noch einmal nach. Sie gibt zum allerersten Mal im Netz ein Statement ab. Und eines steht fest, über ihren Ex kommt ihr kein böses Wort über die Lippen. In ihrer Instagram-Story erklärt die 27-Jährige, jetzt ist es offiziell und jeder weiß, dass wir getrennt sind. Er ist wirklich ein toller Mensch und ich wünsche ihm das größte Glück auf Erden. Wenn man etwas für einen Menschen empfunden hat, sollte man immer ohne Hass gehen. Rührende Worte. Zwischen Jessica und David fließt offenbar kein böses Blut. Im Gegenteil. Für das Frisuren-Chamäleon geht dennoch das Leben als Single in eine neue Runde. Aber Jessie blickt, trotz Liebesaus, zuversichtlich in die Zukunft. Die Liebe ist nicht immer einfach, aber sie kann auch wunderschön sein. Man darf nur den Glauben niemals verlieren. Und mal ehrlich, bei dieser Schönheit lassen die Angebote der Männer mit Sicherheit eh nicht lange auf sich warten. In der diesjährigen Bachelorette-Staffel erobert der Rocker Jessies Herz. Aber nach nur wenigen Monaten ist alles aus und vorbei. David bestätigt die Trennung Ende September auf Instagram. Jessica äußert sich bisher nicht zu den traurigen Nachrichten, jetzt ändert sie allerdings ihre Meinung. Die Bachelorette bricht erstmals ihr Schweigen. In einem Interview offenbart Jessica, wie David mit ihr Schluss macht. Wenn man das am Telefon so beendet und darüber nicht mal persönlich spricht, dann ist das halt kein schönes Gefühl. Ich war ein bisschen sprachlos und wusste gar nicht, wohin mit meinen Gefühlen in dem Augenblick. Aber was führt zum Liebesaus? Seit Wochen belasten angebliche Seitensprünge das junge Glück. Für den Drummer alles Schwachsinn. Wenn der Alltag dann da ist, entscheidet sich, ob es funktioniert oder nicht. Das hat nichts mit Fremdgehvorwürfen zu tun. Jessica vermutet eine andere Sache hinter dem Trennungsgrund. Der Glaube an die Liebe oder vielleicht, dass da einfach nicht genug war. Oder steckt doch etwas anderes dahinter? Erst vor kurzem plaudern seine Eskimo-Callboy-Kollegen im Promi-Flash-Interview über die Beziehung ihres Bandkumpels. David war wirklich verliebt, er hat sich da auch wirklich ins Zeug gelegt, aber von ihrer Seite war da nicht wirklich viel. Was genau zwischen den Ex-Turteltauben passiert ist, wissen wohl nur David und Jessie selbst. Vielleicht raufen sich die beiden ja doch nochmal zu einem Gespräch zusammen. So direkt einen Schnappschuss mit ihr. Zuletzt heizt dann ein Kuss-Emoji die Gerüchteküche ordentlich an. Was läuft denn jetzt zwischen euch, Dominik? Ab und zu mal telefoniert, geschrieben, dann wieder ein bisschen Kontakt verloren wegen Promi Big Brother, aber jetzt ist der Kontakt wieder da und ja, mal schauen. Ein Problem gibt es aber anscheinend doch noch. Sarah wohnt mit ihrem Söhnchen Alessio in Köln.
Dominik ist Stuttgarter. Für das Model aber keine Hürde. Ja, ich habe, wie gesagt, mit dir telefoniert gehabt und auch gesagt, dass ich bald in der Nähe bin und waren wir dann schon vor uns zu sehen. Aber ich denke schon, dass es klappt, dass wir uns bald sehen. An einer Sache würde die aufblühende Liebe schon mal nicht scheitern. Die brünette Beauty passt genau in Dominiks Beuteschema. Ja, auf jeden Fall ist sie mein Typ. Habe ich ja schon oft gesagt. Aber Dominik mag noch etwas anderes an Sarah. Ich schätze sie erstmal mega, weil sie halt eine richtige Powerfrau ist, auch mit Alessio, dass sie alles hinbekommt und auch mit der Negativpresse. Und auch Evelyn wäre von Sarah und Dominik als Couple begeistert. Wir haben doch bestimmt hübsche Babys bekommen. Ob Sarah schon wieder bereit für eine neue Liebe ist? Nach der Trennung von Pietro stürzt sie sich direkt in eine Beziehung mit ihrem Jugendfreund Michael. Aber auch diese Beziehung zerbricht nach nur wenigen Monaten. Seitdem gibt es nur einen Mann in ihrem Leben, Söhnchen Alessio. Mal sehen, ob Dominik das vielleicht bald ändern kann. Paschka macht sich nackig. Als Bachelorette wickelt sie aktuell die Rosenanwärter reihenweise in heißen Fummeln um den Finger. Jetzt zeigt sie endlich, welche Schätze sich unter dem Stoff verstecken. Auf und in der aktuellen Playboy-Ausgabe. Ob die Bachelorette-Boys bei diesem Anblick überhaupt noch ruhig schlafen können? Das TV-Starlet präsentiert gerne ihre weiblichen Vorzüge. Schon bei Promi Big Brother scheut sich die Ex-Bachelor-Kandidatin nicht vor splitternackten Badesessions vor laufenden Kameras. Den Mut zur Freizügigkeit muss sich die Blondine allerdings hart erarbeiten. Es gab Zeiten, da habe ich mich nicht wohl gefühlt. Da habe ich mit mir selber gekämpft, hatte nicht so ein großes Selbstbewusstsein. Dann habe ich auch den einen oder anderen Eingriff gemacht, wo ich jetzt nicht stolz drauf bin, aber ich stehe dazu. Ziel der Eingriffe? Für den perfekten Kurvenbody lässt sich Jessie nicht nur die Boobies erneuern, sondern pimpt sich ihren Booty sogar mit Eigenfett aus Bauch, Hüfte und Schenkeln. Vom Ergebnis können sich jetzt dank der Nacktstrecke auch endlich ihre Rosenanwärter überzeugen. Der Reality-Star tritt mit der übrigens in die Fußstapfen altbekannter Kolleginnen. Auch diese Bachelor-Girls werden schon zu Playboy-Bunnies. It-Girl Angelina Heger zieht im Januar 2015 für die traditionelle Dschungelausgabe blank. Die drei Bachelor-Siegerinnen Anja Polzer, Alyssa Haruat und Katja Kühne beglücken das Magazin 2014 sogar mit einer gemeinsamen Dreifachenthüllung. Jetzt ist Jessie dran, allerdings mit einem kleinen Unterschied. Sie ist die erste Bachelorette in der Playmate-Familie. Meghan Markle muss zum Prinzessinnen-Makeover. Die Freundin von Prinz Harry ist in den Augen der Queen noch nicht royal tauglich. Die 91-Jährige hat einiges an ihrer Schwiegerenkelin in spe auszusetzen. Vor allem Meghans erster offizieller Auftritt an Harrys Seite bei den Invictus Games im kanadischen Toronto ist der Queen ein Dorn im Auge. Der Stil, das Benehmen, da muss ein Profi ran, denkt sich Elizabeth. Das 800-Euro-Outfit von Meghan war viel zu leger. Das Hemd zu maskulin. Die zerrissene Jeans zu salopp, die Tasche zu groß. Das gehört sich in den Augen der englischen Königin einfach nicht für eine zukünftige Prinzessin. Auch ein No-Go? Meghan und Harry tauschen bei der Sportveranstaltung schon in aller Öffentlichkeit Zärtlichkeiten aus, halten Händchen und küssen sich sogar. Dass die Schauspielerin dann auch noch mit krummem Rücken und überkreuzten Beinen dasitzt? Puh, die Queen is not amused. Deshalb soll die Suits-Darstellerin jetzt von einem Profi Royal-Fit gemacht werden und vor allem ihren Kleidungsstil umkrempeln. Wir erinnern uns, auch Herzogin Kate bekommt damals Nachhilfe in Sachen Adel. Während sie heute für ihren Stil gefeiert wird, ist die bald dreifache Mutter vor der Hochzeit mit Prinz William noch nicht so stilsicher. Ein bisschen langweilig, farblos und wirr zusammengewürfelt wirken ihre Looks damals meistens. Doch als es ernst mit William wird, bekommt sie Hilfe vom Experten. Aus der unscheinbaren Waity Katie wird im Laufe der Jahre Style Queen Catherine. Bis es für sie soweit ist, liegt vor Meghan aber noch ein langer Weg. So kurze Minikleider sind bald nicht mehr drin.
Erstmal muss ihr Harry überhaupt einen Ring an den Finger stecken. Aber Adel verpflichtet eben, lieber Mac. Dafür bekommst du ja am Ende auch einen echten Traumprinzen. Meghan Markle muss zum Prinzessinnen-Makeover. Die Freundin von Prinz Harry ist in den Augen der Queen noch nicht royal tauglich. Die 91-Jährige hat einiges an ihrer Schwiegerenkelin in spe auszusetzen. Vor allem Meghans erster offizieller Auftritt an Harrys Seite bei den Invictus Games im kanadischen Toronto ist der Queen ein Dorn im Auge. Der Stil, das Benehmen, da muss ein Profi ran, denkt sich Elizabeth. Das 800-Euro-Outfit von Meghan war viel zu leger. Das Hemd zu maskulin, die zerrissene Jeans zu salopp, die Tasche zu groß. Das gehört sich in den Augen der englischen Königin einfach nicht für eine zukünftige Prinzessin. Auch ein No-Go? Meghan und Harry tauschen bei der Sportveranstaltung schon in aller Öffentlichkeit Zärtlichkeiten aus, halten Händchen und küssen sich sogar. Dass die Schauspielerin dann auch noch mit krummem Rücken und überkreuzten Beinen dasitzt. Puh, die Queen is not amused. Deshalb soll die Suits-Darstellerin jetzt von einem Profi Royal-Fit gemacht werden und vor allem ihren Kleidungsstil umkrempeln. Wir erinnern uns, auch Herzogin Kate bekommt damals Nachhilfe in Sachen Adel. Während sie heute für ihren Stil gefeiert wird, ist die bald dreifache Mutter vor der Hochzeit mit Prinz William noch nicht so stilsicher. Ein bisschen langweilig, farblos und wirr zusammengewürfelt wirken ihre Looks damals meistens. Doch als es ernst mit William wird, bekommt sie Hilfe vom Experten. Aus der unscheinbaren Waity Katie wird im Laufe der Jahre Style Queen Catherine. Bis es für sie soweit ist, liegt vor Meghan aber noch ein langer Weg. So kurze Minikleider sind bald nicht mehr drin. Erstmal muss ihr Harry überhaupt einen Ring an den Finger stecken. Aber Adel verpflichtet eben, lieber Mac. Dafür bekommst du ja am Ende auch einen echten Traumprinzen.